Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Master of Orion 2 Battle at Antares. Im letzten Teil haben wir die Sakra fast ausgeschaltet, bis auf drei kleinere Systeme, die sie noch kontrollieren. Wir sind aber schon unterwegs und werden ihnen diese Systeme auch noch abnehmen, also Hamis beispielsweise, und das wird dann das letzte sein, was von den Sakra noch übrig geblieben ist. Beziehungsweise sie werden einfach bei uns in die Bevölkerung integriert. Wir machen jetzt momentan auch aufgrund des Autolabors ganz gut Forschung. Und wir schauen mal, was haben wir hier? Ein Schlachtschiff und das ist irgendwie nicht viel. Ja, also Schema F, wie gehabt eigentlich. Und wir greifen einfach mal munter an. Ja, gefährlich ist es nicht, dieses Schiffchen. Vielleicht kriegen wir es. Vielleicht können wir es unfähig, bewegungsunfähig schießen und dann kapern. Ich mache das ja immer ganz gerne, weil man die Schiffe mal mindestens zu Geld machen kann. Das hat es also noch nicht getan. Das auch nicht. Also komplette Packung. Ganz schön zäh, also hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Die Neutronenblaster feuern wir mal noch nicht ab. Nur die Massenkatapulte. Boah, leck, Junge. Schieß sie mal bewegungsunfähig. Ja, jetzt also. Ja, würde ich sagen, abwarten und Tee trinken. Oder sprengt er sich selber in die Luft? Nee, macht er nicht. Naja, dann gehen wir mal drauf zu. Ach, der hat Bomber. Okay, alles klar. Ja, vielleicht sprengt er sich dann in die Luft, wenn wir die Bombe abgeschossen haben. Deswegen fliege ich mal jetzt nicht auf die. Fliege ich mal jetzt nicht zu dicht dran. So. Baby Board und 10 rüber. Zack, das war's schon. Cool, okay. Also, wir kontrollieren noch ein weiteres Sakra-Raumschiff und wir werden jetzt den Planeten erobern. Beziehungsweise, da gibt es ja auch gar keine Gegenwehr. So, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Wir sind Platz 1 momentan, so wie es aussieht. Also, was heißt jetzt Stunde der Wahrheit? Es ist nochmal Election Time. Und wir treten an gegen die Bulrathi. Also, die Gnolams enthalten sich. Die Mekla enthalten sich auch. Und die Sakra. Die Sakra stimmen für uns, die Bulrathi wählen sich selbst und wir haben 30 Stimmen. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, könnten wir uns selbst wählen und dann hätten wir das Spiel gewonnen. Das wollen wir aber an der Stelle nicht machen. Wir sind hier auf der Suche nach einem Perfect Game. Das heißt also, wir spielen komplett durch und werden die Antaraner auf ihrem Heimatplaneten besiegen, alle Planeten kolonisieren und auch das Sternsystem Orion erobern. Und dazu würde es jetzt nicht gut stehen, wenn wir jetzt hier diese Wahl gewinnen würden, dann wäre das Spiel nämlich zu Ende. Man kann allerdings das Wahlergebnis anfechten, dann ist man automatisch mit allen anderen Zivilisationen im Krieg. Darauf müssen wir es jetzt aber noch nicht unbedingt ankommen lassen. Ich glaube, wir könnten auch einen Krieg gegen alle anderen Fraktionen gewinnen. Ich werde mich aber trotzdem enthalten und werde diese Wahl also ja nicht gewinnen. Ja, wir haben den künstlichen Planeten erforscht. Das ist ja ein wichtiger Schritt für unser Perfect Game. Also wir können damit Gasplaneten oder Asteroidengürtel in einen künstlichen Planeten verwandeln, der dann dort Leben beherbergen kann. Die automatische Reparatureinheit ist für uns wichtig, weil sie Raumschiffe während des Gefechts noch repariert, also sowohl Panzerung als auch Struktur und eventuell beschädigte Schiffssysteme. Das ist eine ganz feine Sache, braucht allerdings relativ viel Platz. Das wird was für unsere Titans sein und ja, Rezyklotronen kennen wir ja schon. So, Roboterfabrik ist das nächste. Und die wird also nochmal auf einem Planeten mehr Produktion bringen. Oder machen wir vielleicht doch. Also ich muss ja sagen, es wäre jetzt alles irgendwie ziemlich krass. Also Intelligenzzuwachs ist natürlich super, weil jeder Forscher einen Punkt mehr erzeugen dürfte. Die Astro-Universität könnte für uns auch interessant sein, denn die brauchen wir, um zum imperialen Regime zu gelangen. Das ist ja die formvollendete Form. Die vollendete Form unseres Regierungsstils.
Ja, 5, 18, 15 oder 20. Also das hängt wohl davon ab, wie viele Ressourcen, ja genau, wie viele Ressourcen eine Kolonie hat, genau. Ist vor allen Dingen ganz gut für die kleinen reichen Planeten, die dann sehr viel produzieren können. Tiefenbergbau und Tiefendeponien, das ist natürlich so ein Ding, wo wir unbedingt hinwollen, denn dann können wir die Verschmutzung fast komplett negieren mit den Tiefendeponien. Und der Tiefenbergbau, der holt nochmal richtig Produktion raus. Ja, also wir bekämen nochmal einen Bonus von plus 20 zur Spionageabwehr durch das imperiale Regime und wir bekämen 50% mehr Kommandopunkte. Das ist natürlich gerade jetzt, wo wir viele Schiffe gebaut haben, wichtig, damit wir da nicht so viel Geld lassen. Hochspannungsfeld ist natürlich auch cool, das beschädigt Raketen und Abfangjäger. Ja, Multiphasenschilde, die sind so dick, die sind schwer klein zu kriegen. Und dann hätten wir auch noch mal ein paar gescheite Punktverteidigungswaffen. Disruptor-Kommunikation, das wäre, also Hyperraumkommunikation, das wäre die Kommunikation, wo wir als nächstes hinwollen würden. Aber die kostet 6000 Research Points, das ist mir ein bisschen zu teuer. So, wir erreichen das Mirlaf-System und ja, wir haben es ja schon direkt erobert. Ah, neues Schiff getauft, wunderbar. Dann, ach, Moment mal, wir können hier einen künstlichen Planeten bauen. Dann gehen wir auf jeden Fall wieder auf die Produktion, bauen den künstlichen Planeten dann nach dem Autolabor und danach dann einen Koloniestützpunkt. Das können wir zweimal machen in dem System. Und ich glaube, Eridani wird so eines unserer besten Sternensysteme werden, mit 5 bewohnten Planeten. Das ist nicht so häufig eigentlich. Wohnungsbau, Holosimulator, Terraformung. Gibt es noch was? Jägergarnison und ein Siedler in Sadr angetroffen. So, was machen wir mit denen? Ach, das sind Burathi. Ich glaube, die löschen wir aus, weil die bringen uns da nicht wirklich viel und unsere Jungs sind dann da doch besser. Eine Sache wollte ich noch erwähnen, und zwar, ich habe mich ja permanent gewundert, warum die Sakra so viel Forschung hatten, warum die in der Technologie so weit vorangeschritten waren. Also, es gibt einen Anführer, den man finden kann, und den kann man teilweise sogar sehr früh finden, und er bringt die Technologie Autolabor mit. Das ist natürlich wahnsinnig krass, gerade wenn man halt so eine Dödelkultur wie halt eben die Sakra spielt, die eigentlich nicht viel können, außer sich zu vermehren. Und ich befürchte oder ich vermute, dass die also diesen Leader gefunden haben und dementsprechend dann also einen riesigen Forschungsboost hatten. Und auf einmal dann, das ist ja eben das ist ja das Standardschema, was man mit so einer Zivilisation macht, die also schnell viele Planeten kolonisiert. Man baut auf den Planeten Wissenschaftseinrichtungen, damit man die Leute direkt in der Produktion behält und die Wissenschaft eigentlich nur von Computern und Laboren und so erledigt wird. Also Wissenschaftler baut man selbst oder benutzt man selbst eigentlich kaum. Ja, und ich denke mal, die Sakra haben vielleicht diesen Typen gefunden, der hat denen ins Autolabor gegeben. Oder, was auch noch sein könnte, sie haben sich das Autolabor von einer anderen Zivilisation ertauscht, die diesen Typen gefunden hat. Das könnten ja beispielsweise eben auch die Meklar oder was weiß ich wer gewesen sein. Ich kann leider nicht sehen, wo sich dieser Leader befindet oder wo er sich befand. Fest steht halt nur, wir haben ihn nicht gekriegt und wir werden ihn wohl auch nicht kriegen. Denn wenn die Sakra ihn hatten, dann haben wir ihn sehr wahrscheinlich schon getötet, weil wir ja bei den Sakra doch viele Sternsysteme erobert und eingenommen haben und in der Regel verschwindet dann auch der Leader. Ja, diese Burathi-Arschgeigen ziehen sich jetzt aus Moro wieder zurück, nachdem sie uns da vorhin den Koloniestützpunkt kaputt gemacht haben. Ich könnte immer noch kotzen drüber. Und dafür werden sie von uns, davon werden sie von uns platt gemacht werden, als übernächstes. Ja, dann kaufen wir mal ein bisschen Zeug. Wir haben hier ganz gut Geld gerade. Also alles, was so 2 Runden dauert, das mache ich nicht so gerne. Ich habe jetzt übrigens hier nur den Mauscursor dahin bewegt, drücke dann Enter und dann Y für Ja oder N für Nein. Also den Mauscursor drauf bewegen und dann mit Plus oder Minus hoch und runter scrollen.
Weil sonst muss ich ja die ganze Zeit so rumklicken, das ist so viel Arbeit. Ach Mist, jetzt komme ich gar nicht mehr weiter runter, oder? Doch. Kaufen wir auch Schnäppchen für 150. Nö, ist mir zu teuer. Okay. Gut, ich glaube, das war schon fast. Also, das war ganz gut, dass wir da vorhin diese Flotte erobert haben. Den lassen wir jetzt mal da stehen. Und hier werden wir noch. Habe ich's? Ja, hier werden wir jetzt noch eine Einheit Truppen entladen auf den Planeten, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Und ihr seht schon, wir sind jetzt momentan ganz schön mies von den Kommandopunkten. Also, wir brauchen noch mal wieder ein paar Sternbasen. So, die Sakra haben sich schon fast komplett integriert. Ist ja phänomenal. Was bauen wir hier? Börse? Nee. Weltraumhafen? Supercomputer? Klonzentrum brauchen wir, glaube ich, nicht. Nee, brauchen wir nicht. Börse? Forschungslabor? Oder? Ja, Forschungslabor. Und vielleicht Sternbasis. Und Weltraumakademie ganz am Schluss. Ja, ihr seht jetzt auch, also diese Übersicht hier, die wird jetzt schon ziemlich groß. Ich glaube, wir kontrollieren ja schon über 10 Sternensysteme. Da dauert das dann auch schon ein bisschen länger. Ich werde jetzt noch das Ganze als Mikromanagement machen. Später, ich denke, wenn wir die Meckler ausgeschaltet haben, werde ich das alles durch die AI bauen lassen. Die AI hat nicht so eine gute. Also die AI hat nicht so eine gute Aufstellung, was jetzt diesen Autobild anbelangt. Aber das dürfte für unsere Zwecke jetzt hier genügen. Wir müssen nicht alles selber managen, sonst wird es echt ziemlich lange dauern. Und ihr seht schon, wir brauchen ja jetzt ungefähr 5 Minuten alleine nur, um mal durch die ganzen Kolonien durchgeguckt zu haben und um zu entscheiden, was wir da jetzt als nächstes bauen und nicht und so weiter. Und ich will auch eigentlich jetzt demnächst dann bald wieder mit einem Rome Total War Let's Play weitermachen, beziehungsweise es wird wohl Rome Total Realism werden. Das habe ich einfach schon zu vielen Leuten versprochen und da warten viele von euch ja schon drauf. Bis dahin und bis die Abstimmung beendet ist, ihr dürft ja wieder abstimmen darüber, welche Fraktion ich spiele. Bis dahin wird es noch ein paar. Oh, ein Gaia-Planet. Was arm niedrig geh. Oh. Aber trotzdem, Gaia ist halt die beste Planetenklasse, sage ich mal. Und wenn wir einen Gaia-Planeten haben, der wird so abartig viel Nahrungsmittel produzieren. Und obwohl das ein kleiner Planet ist, seht ihr schon, da passen 14 Leute drauf. Das ist schon immens viel. Ja, und bis die Abstimmungen gelaufen sind, wird es dann nochmal, also bis dahin spiele ich das dann noch zu Ende. Ich will ja jetzt möglichst bald mit den Abstimmungen anfangen, damit wir so eine Woche Zeit haben. Die Abstimmung gibt es wieder auf Let's Play Forum und Strategiezone. Na, da machen wir uns doch ganz gut gegen den Gravitationsstrahl. Der hat überhaupt nichts ausgemacht. So, Feuer auf die Rakete und auf die Sternbasis. Aus der kurzen Distanz klingt das Autofire irgendwie so witzig. Aber es hat irgendwie nicht so. Also, obwohl ich jetzt hier ja Autofire und Armor-Piercing habe, hat es für meine Begriffe jetzt nicht so gezündet. Also, ich denke, ich werde dann gucken, dass ich doch bald auf Disruptoren oder sowas umsteige. So. Und dann machen wir hier Pillow. Und schießen die Sternbasis mal ab. Und dann gehört der nächste Planet auch uns. Wunderbar. Wir gehen direkt auf Invade. Ich denke nicht, dass wir hier auf großen Widerstand stoßen. Geht ja alles ganz easy mit unseren Gefechtsanzügen. So, die Bomberbuchten haben wir geklaut. Also diese komischen Sakra waren doch echt ziemlich weit fortgeschritten, muss ich sagen. Ganz schön krass. Also die Bomber können eine Bombe auf ein Schiff oder auf einen Planeten werfen. Und dass die, ja, diese Bombe detoniert dann dort. Also das ist halt die Weiterentwicklung der Abfangjäger, sage ich mal, die wir jetzt persönlich nicht hatten. So, wir kontrollieren jetzt, glaube ich, das ist.
Ich meine, das ist unser erstes Gaia-System. So, und hier, Gefechtsstation, Bodenbatterie, das schaffen wir mit einem Schlachtschiff definitiv nicht. Spion zerstört Sakra Biosphären auf Gruß. Oh Gott, Leute, es tut mir leid, ich schieb gerade so einen derbsten Lachflash. Das ist unsere zweite Spionageaktion gegen die Sakra, die erfolgreich war. Und jetzt hat der Spion unsere eigene Biosphäre in die Luft geblasen, weil wir diesen Planeten ja gerade eben erst erobert haben. Also, den Typen feuer ich gleich. Das ist ja so übel. Also, und wenn, dann wird man... Also, nee, kommt, Leute. Oh, ja, also, ist doch immer wieder für einen kleinen Spaß gut, das Spiel, ja. Okay, also machen wir weiter. Bodenbatterien, Klons brauchen wir, glaube ich, nicht. Recyclotron. Ja, Verschmutzung haben wir ein bisschen. Holosimulator, Forschungslabor. Jetzt halt so, dass das komische Dödelzeug, was wir halt eigentlich auch auf jedem anderen Planeten bauen. Also ihr seht, das ist im Endeffekt oft austauschbar, sobald die Verteidigung entsprechend aufgebaut ist, dann ist das eigentlich eine einfache und eine relativ klare Sache. Forschungsgebäude, Produktionseinrichtungen etc. So, die kaufen wir uns für 70. Ist das ein Schnapper? Und Mekla und Sakra haben einen Nichtangriffspakt unterzeichnet. Das wird denen jetzt auch nicht mehr viel bringen. Ja, die löschen wir natürlich auch nicht aus. Boah, Leute, die produzieren so krass viel. Und dann haben die Sakra ja noch ihren Kulturbonus. Also wir bauen hier direkt mal eine Alien-Verwaltung. Die haben noch nicht mal eine Wettersteuerung darauf. Jetzt überlegt mal. Bodenanreicherung, Wettersteuerung auf dem Gaia-Planeten. Die Sakra alle in die Landwirtschaft. Die versorgen unser komplettes Imperium mit Nahrung. Das ist ja der absolute Hass. So, Strahlungsschild, Jägergarnison, Verschmutzungsprozessor, das ganze Pipapo. Und wir speichern nochmal schnell und dann könnten wir eigentlich schon mit unseren Schiffen weiter. Ja, das ist also das Maximum 7 Einheiten, werden auf so einem kleinen Planeten absolut ausreichen. Ich glaube, ein Schiff lassen wir mal da, eine Zeus, ja, die Zeus 1. Da muss ich übrigens noch dran denken, dass wir das Ding dann weiter fortentwickeln, wenn wir die Sakra vernichtet haben. Ja, und gucken wir nochmal. Also, jetzt mittlerweile haben wir ja auch wieder ein paar Frachter. Und dann können wir die Leute von Sonne 2 umverteilen. Es wäre ja mittlerweile fast besser, Sonne 2 noch schnell zu terraformen. Und dann ist da der Bevölkerungszuwachs nochmal etwas größer, aber ich weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Also das hat bisher eigentlich ganz gut geklappt jetzt in dem Spiel. Kaufe ich den doch? Die Sternbasis kaufen wir, glaube ich. Das ist nicht so viel. Und wir kriegen ja sofort 2 Kommandopunkte dazu. Ja, ich glaube, obwohl 300 ist zu viel, die kaufen wir nicht. Die kaufen wir erst recht nicht. Nee, zu teuer. Nö. Das ist eigentlich zu teuer. Nö. Nächste Runde. So, wie viele Schlachtschiffe haben wir jetzt? 2 gegen eine Fregatte. Es langt trotzdem noch nicht gegen die Gefechtsstation. Also ich würde normalerweise, wenn ich jetzt wüsste, dass sie keinen Warp-Auflöser haben, dann würde ich da jetzt schon mal angreifen, weil eins von den Teilen kriegen wir wahrscheinlich platt, aber die Gefechtsstation ist doch ein fettes Teil. Ja, und jetzt wird am imperialen Regime geforscht. Wir brauchen keine 10 Spielzüge, bis wir das haben. Sternbasis haben wir eben gekauft. Und jetzt können wir hier diese Astro-Universität mal bauen, also die erhöht von allen drei Produktionszweigen die Leistung eines
dort angesiedelten Arbeiters um eins. Das heißt, jeder Bauer bringt eine Nahrung mehr, jeder Arbeiter eine Produktion mehr und jeder Wissenschaftler einen Forschungspunkt mehr. Und das ist natürlich gerade bei so, ich sag mal, plural differenzierten Planeten, ja, also bei denen, wo wir sowohl Forschung als auch Landwirtschaft als auch Industrie haben, auf denen lohnt sich das natürlich immens. Jetzt einfach nur, also viele Leute bauen die Astro-Universität halt nicht, wenn es jetzt nur darum geht, die Produktion zu steigern, weil die halt doch schon so ein bisschen viel Unterhalt kostet. Also ganz billig ist er halt nicht. Ich mag die Astro-Universität aber sehr gerne, denn es kann ja auch immer mal sein, dass man die Produktion halt umstellt, dass man halt mal von der Industrie mal auf Forschung umstellen muss auf dem Planeten oder dass man mal doch ein bisschen Landwirtschaft dort betreiben muss. Und dann lohnt sich das immer, wenn man so einen Teil schon dort hat. Und außerdem diese zusätzlichen Produktionseinheiten sind es mir in der Regel auch eigentlich wert, ne? Ja, die Burathi kommen irgendwie nochmal zurück. Also wie es aussieht, da braucht nur eine Runde. Wir brauchen auch nur noch eine Runde. Und, also ich würde ja gerne unseren Abfangjäger-Typen mitnehmen. Du fliegst mal dahin und, zwei Züge. Dann machen wir es doch lieber so. Ein Zug und, Moment, du fliegst darüber und dann bleiben wir einfach bei Sla stehen. Ja, den hätte ich also gerne beim letzten Gefecht hätte ich den gerne dabei. Ich würde den gerne mal ausprobieren. Also zwei Runden warten wir dann noch. Ich glaube, da kann jetzt eigentlich auch nicht mehr viel passieren. Von Seiten der Sakra zumindest nicht. Hier sehen wir jetzt auch schön, dass das ein terranischer Planet ist. Grüne Landschaft etc. Und sollen wir die bauen? Sie ist ja immerhin, sie geht schnell. Ja, dann bauen wir schon mal den künstlichen Planeten und dann können wir direkt mit dem Koloniestützpunkt weitermachen. Es sei denn, die Burathi fliegen wieder hier rum und machen uns das alles platt. Das wäre natürlich echt ätzend. Ja, die Bodenanreicherung können wir vielleicht mal bauen. Ich meine, die kostet auch keinen Unterhalt. Ja, obwohl, nee, wir machen den Koloniestützpunkt zuerst. So, Holosimulator. Aha. Terraformung. Oh, Gravitationsgenerator kommt ganz nach oben. Damit die Sakra dort mehr produzieren. Auch hier können wir einen künstlichen Planeten bauen. Machen wir natürlich noch nicht. Wir bauen erstmal die Kolonie selbst ein bisschen auf. Weltraumhafen baue ich, lohnt sich ja ab 4 Bevölkerungseinheiten auf dem Planet, lohnt sich der Weltraumhafen. Ja, hier können wir auch mal terraformen, denke ich. Also später können wir ja dann sogar Gaia formen. Also können wir aus dem Planeten Gaia-Planeten machen. Das wird der absolute Hammer. Die Frage ist halt nur, ob wir es wirklich noch machen müssen. Wir sollten es auf jeden Fall auf ein paar Planeten haben. Wenn man sich schon den Namen Perfect Game gibt, ja, dann sollte man die Gaia-Formung auch ein paar Mal gemacht haben. Wir können ja auch gar nicht alle Planeten in Gaia-Planeten transformieren, weil ja beispielsweise die... Entschuldigung, weil ja beispielsweise die toxischen Planeten gar nicht transformiert werden können, egal wie gut unsere Technik auch sein mag. Also das werden wir nie schaffen. Toxisch bleibt immer toxisch. So. Infanteriekaserne. Okay. Ja. Dann schauen wir nochmal, ob wir was kaufen können. Ja, das geht eigentlich soweit. Ja, schön. Also das hier ist auch ein gutes System eigentlich. Auch wenn da ein armer Planet dabei ist.
Ah, ne, ist gar kein armer Planet dabei in Sartre. Oder? Habe ich mich verguckt? Na, egal. So, ich sehe gerade, Lydon ist noch im Offizierstab. Den setzen wir jetzt mal nach Sartre, weil der durch die Weltraumakademie eine neue Stufe bekommen könnte. Und ich hätte also jetzt ganz gerne, dass der sich noch etwas weiterentwickelt. Denn die Weltraumakademie gibt nicht nur Erfahrungsboni an die Raumschiffe, sondern eben auch an die Leader, also an die Anführer. Und ja, ich glaube, die Spione da, die werden alle gefeuert und kommen jetzt in eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und dürfen jetzt daheim bei uns irgendwelche Mülldeponien zusammenschrauben. So, das da geht jetzt eigentlich schon. Da fällt mir auch ein. Ja, gut, dann greifen wir mal an. Fällt mir auch ein, wenn man jetzt eine Gefechtsstation in so einer Schlacht erobert, behält man die dann oder ist sie dann weg, wenn man den Planeten erobert hat? Also ist sie dann zerstört oder bleibt die im Orbit? Muss ich mal gleich ausprobieren. Der Typ ist richtig krass. Ja, wir schießen, glaube ich. Also er hat auch noch Bodenbatterien, das ist auch nicht so ganz ohne. Wir fliegen erstmal vor. Ich glaube, wir ballern auf den Planeten. Also diese Gila 2, die will ich auch gerne abschießen. Das Problem ist, er wird so oder so mit der Bodenbatterie auf die Raketen draufholzen, vermute ich. Ja, wir schießen die mal alle auf diese... auf diese Gila 2. Ach shit, ich wollte eigentlich nicht alle schießen. Aber, naja gut, kann man jetzt nichts machen. Die werden sich ja ein neues Ziel suchen. Die haben ja intelligente Leitsysteme. So, mit den Abfangjägern gehen wir mal auf die Gefechtsstation. Ich will mal sehen, wie die sich gegen die schlagen. Und hier schießen wir erstmal die Viper ab. Ja, das hat jetzt ganz gut geklappt wieder mit dem Armor-Piercing. Also irgendwie ein bisschen komisch ist es. Also irgendwas ist da merkwürdig. So ganz so oft geklappt hat das jetzt irgendwie nicht. Also wir haben schon viel Strukturschaden gemacht. Ich würde es gern unbeweglich schießen. Toll. Jetzt muss ich es doch in die Luft jagen. Naja, dann in Herrgotts Namen. Okay, ich könnte natürlich auch noch... Ja, wir schießen hier mal die Schilde weg. Oder schießen wir auf den Planeten und machen die Bodenbatterie platt. Gucken mal. Na, das hat ja irgendwie nicht so viel gebracht. Oh, Junge, 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 der macht aber gut Schaden. So, weg ist sie. Weg ist es, das Schiffchen. Hoppala, da kam gar keine Achtung, Raketenwarnung. Das ist aber blöd. Da müssen wir uns jetzt drehen, damit wir nicht auf der starken, damit wir jetzt nicht auf der schwachen Seite attackiert werden können. Und ich denke, wir schießen mal auf den Planeten. So. Gucken wir mal, dass wir die Bodenbatterie da wegholzen können. Hoffentlich überlebt die Ares 1 das. Der kann eigentlich hier hinten bleiben. Der ist doch ganz schön angeschlagen worden. So, dann geht's mal weiter. Gegen die Gefechtsstation, würde ich sagen, oder? Gegen die Bodenbatterie. Mann. So. Na, so viel Schaden war das jetzt irgendwie nicht. Das habe ich mir irgendwie ein bisschen krasser vorgestellt. Ich glaube, der Einfachheit halber. Scannen wir mal gerade. 29 Infanteristen noch. Ich glaube, wir werden das Ding erobern. Ja, fliegt mal vor. Und, schießen wir mal mit den Neutronenblastern am besten drauf. Ach so, da sind dann nochmal ein paar Raketen weg.
Ich glaube, wir geben mal Vollstopp. Ich meine, irgendwie müssen ja auch die Schilde runter. Ich glaube, wenn die Schutzschilde oben sind, kann man das Ding auch nicht erobern. So, nur noch null. Null Infanteristen. Dann können wir jetzt weiter auf die Bodenbatterie holzen. Und nochmal auf die Raketen drauf. Wunderschön. B, ja. B wie Board und drauf. Capture. Klasse. Gehört jetzt uns. Die Raketen schieße ich aber, glaube ich, nicht mehr auf den Planeten drauf. Denn wenn man halt eben zu viele Raketen auf so einen Planeten abfeuert, dann richtet man auch nicht unerheblichen Schaden an den Gebäuden und den Zivilisten an. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. So, ballern die Jäger nochmal hinterher. Okay. Sechs Gebäude. Also hier sehe ich mal keine Gefechtsstation. Die galaktischen Nachrichten, der meistgesehene Informationssender der Galaxie. Im Sternsystem Zygni ist eine Raumzeitverschiebung aufgetreten. Keine der Kolonien in diesem System kann bauen und ihre Schiffe können weder in Gefechte eingreifen noch Handel treiben. Das ist scheiße. Und die Dinge halten lange. Und nun ein Exklusivbericht der galaktischen Nachrichten. Das Sacre Imperium würde völlig zerstört. Die galaktischen Nachrichten waren auch bei folgendem Ereignis wieder als erste vor Ort. Bin gespannt, was jetzt kommt. Das Popo-Schmuser-Imperium fasst jetzt 18 Sternsysteme und hat damit alle anderen Imperien überflügelt. Na, dann. Oh, und Lydon kriegt schon direkt die nächste Stufe. Coole Sache. So. Gucken wir uns auch dann gleich mal unsere Neuerwerbung an. Die kommt ja ein bisschen weiter unten. So, Weltraumakademie, Steuerung, Zyklus, Astro-Universität und ja. Zuni liegt eine Raumzeitverschiebung vor. Nein, wollen wir nicht ausrotten. Die Leute bleiben, das sind eigentlich ganz zuverlässige Burschen. Und ja, also Sternbasis ist hier nicht vorhanden. Gefechtsstation auch nicht. Das ist ein bisschen doof. Eigentlich hätte die ja dort bleiben können. Finde ich. Ich meine, ich habe sie ja erobert. Finde es dann irgendwie ein bisschen blöd. So, sieht man hier irgendwas? Hier sieht man nichts. Und hier? Tatsache. Also ich mache jede Wette, wir kommen nachher aus der Raumzeitverschiebung raus. Und das Erste, was die Antaraner machen, ist, sie greifen uns an oder irgendwie sowas, weil die Sternbasis nicht fertig bauen konnten. Produktion ist jetzt nicht möglich. Ja. Gucken wir nochmal in den History Graph rein. Also wir sind doch deutlich vor allen anderen. Technologie, Flotte, Gebäude und Bevölkerung auch. Wow, da haben wir mehr als alle anderen Populationen oder als alle anderen Völker zusammen. Was die Flotte angeht, ja, also der Abstand ist ganz gut, aber er ist noch nicht so komfortabel, wie ich ihn gerne hätte. Wir arbeiten dran. Und Technologie könnte sich auch noch was tun. So, ja. Dann war's das eigentlich, glaube ich. Wir könnten eigentlich an der Stelle Schluss machen. Also auf jeden Fall werden die Meckler hier als nächste dran sein, denn das ist eine schöne Arrondisierung für unser Territorium. Also da muss man halt nicht an so vielen Fronten auf einmal irgendwie Krieg führen und dann kontrollieren wir den ganzen nördlichen Teil dieser Galaxie oder dieses kleinen Galaxiearmes, in dem wir uns gerade aufhalten. Ja, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss.